Dieses Schild hat bald ausgedient. Der Techboten-Pokal in Holzmaden rückt näher. Ja, das Bürgermeisteramt sagt, der Platz ist gesperrt. Das tun wir mal hier rüber. Und jetzt kommt der Bürgermeister dazu, Florian Schäpf. Guten Morgen. Grüße Sie. Guten Morgen. Servus. Ja, es geht bald los. Holzmaden richtet den Techboten-Pokal 2023 aus. Aus Ihrer Sicht, ja auch für Sie eine Premiere als Bürgermeister, den Techboten-Pokal hier zu erleben. Was bedeutet das jetzt für Holzmaden? Also zunächst natürlich darf ich alle begrüßen hier oben bei uns an der Sportanlage im Brühl. Und wir freuen uns ungemein, dass der TSV sich bereit erklärt hat, dieses Turnier auszurichten. Und wir als Gemeinde, sowohl die ganze Bevölkerung als auch natürlich die Verwaltung mit Bauhof über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Bürgermeister sind seit einigen Wochen stark eingebunden. Und für uns hat es große Bedeutung. Wir können uns zeigen, wir haben eine tolle Sportanlage, wir haben einen Ort, der hier mitzieht. Alle helfen, alle unterstützen dieses Turnier. Und ich denke, wir werden eine ganz tolle Turnierwoche hier in Holzmaden erleben. Ja, und wenn wir uns umschauen hier, tolle Landschaft auch, wenn man hier auch rausschaut Richtung Alp drauf. Was macht denn Holzmaden so lebenswert? Ja, natürlich, Sie haben es schon beschrieben. Wir leben in einer tollen Umgebung, Umgebung von Streuobstwiesen. Die meisten hier, da wir fast alles in Hanglage haben, haben einen tollen Blick auf den Alp drauf und auf unsere wunderschöne Gegend. Aber, und das erleben wir ja jetzt gerade hier, wir haben eine tolle Vereinslandschaft, wir haben engagierte Vereine, engagierte Menschen, die uns durch den Jahreskalender tragen mit Ereignissen. Und so folgt eigentlich ein Event dem nächsten. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Von daher, glaube ich, ist Holzmaden ein ganz ausgezeichneter Ort zum Wohnen und auch zum sich aufhalten. Ja, wir sind ja jetzt im World Wide Web und da stellt man sich natürlich auch die Frage, die Beziehung des Bürgermeisters von Holzmaden zum Thema Fußball. Ja, vielleicht können wir da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Sehr gerne. Also ich bin deutlich untalentiert, was der Fußball angeht. Ich war nie ein guter Kicker und habe das auch tatsächlich diesen Sport nie aktiv betrieben. Aber allerdings bin ich, glaube ich, eher der Turniermensch. Ich interessiere mich für die Turniere natürlich, wie viele andere auch. Das fängt an bei der WM über die Europameisterschaft und natürlich dann so regionale Highlights wie jetzt der Techboten-Pokal. Ich finde, beim Turnier hat es immer ganz besondere Stimmung. Das ist irgendwie was anderes als so dieses Bundesliga über ein halbes Jahr, ja, sondern hier hat man wirklich, da geht es um was und da ist man hautnah dabei. Und ich bin regelmäßiger Besucher des Techboten-Pokals, so letztes Jahr in Ödlingen und dieses Jahr natürlich völlig klar in Holzmaden werde ich quasi dauerpräsent sein und ich freue mich unheimlich drauf. Und jetzt brauchen wir natürlich noch was, um diesen Pokal auszutragen, dass der Ball, da war gefährlich gespielt. Da ist der offizielle Spielball, damit wird das Eröffnungsspiel dann auch stattfinden. Und jetzt sollen wir trotzdem noch mal kurz die fußballerischen Fähigkeiten testen. Da hinten steht unser Kameramann Jörg Bächle. Einfach mal ganz kurz zuspielen. Wow, von wegen nicht talentiert. Herr Schäpf, herzlichen Dank Ihnen.